Alles, was Sie über Viagra wissen müssen. Viagra ist das erste Medikament, das zur Behandlung von Erektionsstörungen eingeführt wurde. Es enthält den Wirkstoff Sildenafil und ist in 3 unterschiedlichen Dosierungen erhältlich. 25, 50 und 100 Milligramm. Die Standarddosierung ist 50 Milligramm und wird Männern empfohlen, die das Medikament zum ersten Mal verwenden. Die Tablette sollte 30 bis 60 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden und ist für 4 bis 5 Stunden wirksam. Wie funktioniert Viagra? Zu vermuten, dass Viagra unerwünschte oder dauerhafte Erektion bewirkt, ist falsch. Das Medikament wirkt auf eine andere Art und Weise. Erektionsstörungen entstehen oft dadurch, dass der Blutstrom zum Penis reduziert wird. Viagra erweitert die Blutgefäße und beruhigt die glatte Muskulatur am Penis, sodass das Blut besser in das Gewebe strömen kann und eine Erektion einfacher erhalten werden kann. Der Blutstrom zum Penis findet nur statt, wenn ein Mann sexuell stimuliert wird. Nach dem Samenerguss oder nachdem die sexuelle Erregung verfällt, strömt das Blut wieder aus dem Penis und die Erektion endet. Beachten Sie, Viagra ist ein klinisch geprüftes, aber auch rezeptpflichtiges Medikament zur Behandlung von Erektionsstörungen. Besuchen Sie doch mal unsere Facebook-Seite und folgen Sie uns auf Instagram.